Freunde, die, ja, also es hat gestern sogar die Sonne wieder geschienen. Ja, und vorgestern hat die Sonne auch wieder geschienen. Also das ist ja nicht schlimm. Ab und zu ein bisschen Regen und ab und zu ist viel Sonne. Das ist gut. Guck, das Gras ist wieder so hoch, könnten wir herrschen sogar mehr. Aber da ist es noch zu nass und dann geht er mit die Rasenmäher in die Butter rennen. Verstehst du? Da kann er nicht mehr, weil wir haben einen Lehmesboden. Ja, mein Herrscher hat das also gar nicht gern. Aber es wird auch schon so langsam kühl, dass mein Frau Doktor gesagt hat, der Kleine braucht, wenn es kalt wird, auch ein Mäntelchen, hat sie gesagt, weil ich kein unteres Gewolle hätte. Ja, und da habe ich mir gedacht, vielleicht sollte man uns ja Freunde suchen. Ja, kleine Drachen, die können warm machen. Pass mal auf, ich habe da ein Vers gefunden, der ist schön. Ja, und zwar, vor dem Kamin stehen 13 Drachen, um dort ein Feuer zu entfachen. Immer geht das Feuer aus. Nach Stunden finden sie heraus, dass einer anders ist als alle. Er spuckt Wasser und heißt Kalle. Ja, das ist klar, ne? Aber das geht bei uns überhaupt nicht. Erstens mal haben wir keine Drachen. Ja, und zweitens mal haben wir keinen Kamin. Mehr eine Fußbodenheizung. Ja, so ist das. Also Freunde, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, dass die Sonne heute wieder rauskommt. Also, bis morgen. Tschüss, euer Mogli mit die weiße Socke.